sehen wollt. Ja. Und der Manager wollte nun wissen, macht es überhaupt Sinn, diesen Jungen zu trainieren? Wie soll das gehen, wenn er jetzt schon dauernd verletzt ist? Und man hat ihn dann geschickt und ja, ich habe ihn eingehend untersucht und den ganzen Tag Zeit genommen dafür. Ich kannte ihn eigentlich noch gar nicht, wusste gar nicht von seinen Erfolgen bis dahin und habe dann für mich entschieden, ich übernehme den Fall. Wir sprechen von Usain Bolt. Er konnte nicht mehr laufen. Mit 16. War es degenerativ oder nicht? Fragen Sie Dr. Müller-Wohlfahrt. Korrekterweise gesagt Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Er hat's in den Händen, im Gehirn, in der Intuition. Ich übernehme die Verantwortung. Wenn denn ich alles Vierteljahr ihn untersuchen kann, er nach München kommt, ich eine Kontrolle mache und gegebenenfalls ihn behandeln kann. Und auch bei Verletzungen, wenn in der Zwischenzeit irgendwas passiert, dass ich sofort informiert werde. Das hat geklappt. Wenn Sie das zusammenzählen, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie oft Usain in München war. Und das immer über Miami, London, München. Also das, da muss schon ein absolutes Vertrauensverhältnis bestehen, um diese Strapazen immer auf sich zu nehmen. Aber es hat funktioniert und ja, die Erfolge sind allen bekannt. Ist es eigentlich je passiert, dass Sie ins Wartezimmer gekommen sind und da saß nebeneinander Kai Pflaume, Bono, Grönemeyer? Ja, das ist häufiger vorgekommen. Dass Sie nebeneinander... Das ist ganz normal, genau. Mit dem, genau. Mit dem Lesekreis daheim. Danke, dank Monika Nietz. Der Veröffentlichung. Ich wusste nie, wer im Wartezimmer sitzt. Und es ist vorgekommen, dass auch große Industriemanager warten mussten, 2-3 Stunden. Und am Ende es so war, dass die ihre Sekretärin mitgebracht haben und ihre Akten und bei mir im Wartezimmer gearbeitet haben. Oder ich weiß von Boris, der hat auch mal 3 Stunden gewartet. Gewartet? Ja. Und die bunte Industrie, super. Ich bin ja gar nicht drin. Mich da total interessieren würde, wenn ich unterbrechen darf. Ja, ganz kurz noch eins. Die Mädchen sind angewiesen, mir nicht zu sagen, wer an dem Tag kommt und wer da ist. Ich möchte völlig unbelastet meine Arbeit machen. Ich muss die Höchstform an Konzentration aufbringen, sonst funktioniert die ganze... Er könnte sein Mr. Justitia mit der Armbinde. Nein, Augenbinde. Arbeit nicht. Und also auch kein Telefon, keine Ablenkung in keiner Weise. So geht das. Ich finde, dass die Homöopathie ja oft leidet. Ne? Die wird ja immer wieder durch den Kakao gezogen und abgewertet und dann gibt es mal wieder gute Zeiten. Was sagen denn die ganzen Fußballspieler, wenn sie sagen, wir machen was Homöopathisches? Ja, das Bewusstsein der Fußballer ist sehr gewachsen. Ich habe zu Zeiten begonnen, 75 habe ich den ersten Profiverein übernommen, das war damals Hertha BSC. Da ging es darum, in erster Linie schmerzfrei zu werden. Und mit der Homöopathie geht das nicht ad hoc. Es funktioniert sehr gut, aber zu der Zeit war es üblich, dass man sehr viel Cortison einsetzt. Und das habe ich von Anfang an nicht gemacht und lehne das ab. Übrigens hat der Dr. Müller-Wohlfahrt auf diesem Wege, das wollte ich nur einfügen, gerade in den Golfsport Eingriff, wenn Sie das erzählen mögen, weil es ganz in Augusta, Amerika... Ja, jetzt läuft gerade das Turnier in Augusta und das gab den Fall Ola Sabal, der Weltmeister war, das ist so eine Art Weltmeisterschaftsturnier und danach fürchterliche Probleme mit beiden. World Championship Doc. Füßen bekam und zwar so massiv, dass er nicht mehr spielen konnte, nicht mehr trainieren konnte, nicht mehr gehen konnte und dann verschiedene Kliniken, unter anderem auch die Mayo-Klinik, aufgesucht hat und immer hieß es, du hast unheilbares Rheuma, du wirst nie mehr Golf spielen. Und irgendwann hat ihn der Weg zu mir geführt und ja, ich habe sehr viel Zeit aufgewendet. Hat er jetzt diese Aussagen der Doc-Kollegen Planet White widerlegt?
molekularbiologisch untersucht und kernspintomografisch, röntgenologisch und mit meinen Händen sehr, sehr viel Zeit investiert und habe am Abend des Tages gesagt, Frau See, ich glaube, ich kann dir helfen. So war's. Und der Manager saß neben ihm und die schauen sich an und sagen, der spinnt voll. Will der sagen, er weiß alles besser als zum Beispiel die großen amerikanischen Kliniken? Dann habe ich nur drum gebettelt, bleib bitte 3 Tage, gib mir eine Chance. Ja. Und dann fliegst du heim und dann kannst du entscheiden, ob du wiederkommst. Ja. Ich habe 3 Tage behandelt und hatte ein tolles Gefühl. Das sind ja diese Behandlungen, wo man spürt, es klappt. Ja. Dann ist er nach San Sebastian zurück und rief am nächsten Tag, ich komme wieder. Das war zur Zeit des Oktoberfestes und im Januar, glaube ich, hat er das erste Golfspiel gemacht. Und 13 Monate später, oder wie viele Monate es dann auch waren, hat er wieder Augusta gespielt und wieder gewonnen. Also wir fassen mal zusammen, die Fußballer glauben, homöopathisch, die Fußballer glauben daran, die Frage, die Golfer glauben daran und die Rockmusiker auch. Diese Karriere, diese einmalige Karriere, die Sie, auf die Sie zurückblicken können, hat nicht etwa in München oder Hertha BSC in Berlin begonnen, sondern in Ostfriesland, in Wittmund. Ich habe da kürzlich aus meinem Roman gelesen und dachte bei Wikipedia, ja, die berühmten Leute von Wittmund, Müller Wohlfahrt in Wittmund. Ich hatte sie immer München. Wie war diese Kindheit in einem protestantischen Pfarrhaus, wo Sie sehr der Pflicht, also Sie mussten sehr früh der Pflicht gehorchen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf Wurzeln der Vita, Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt. Hört. Diese Kindheit in Ostfriesland zurück. Ja, ich darf ganz schnell ergänzen. Wittmund war ja schon die große Stadt mit 5000 Einwohnern. Das war ja eine Kreisstadt. Ja. Ich wohnte aber in einem ganz kleinen Dorf mit 300 Einwohnern. Die Gemeinde war groß. Also da kamen dann kleine Gehöfte noch dazu in der Umgebung. Also die Gemeinde war 15 Kilometer im Durchmesser. Da bin ich aufgewachsen und aus heutiger Sicht bin ich dankbar dafür. Damals konnte ich nicht abwarten, rauszukommen. Ich hatte Fernweh, ich wollte weit, weit in die Welt. In die Welt. Und in den Sommerferien habe ich das auch gemacht. Ich durfte nicht, aber ich konnte nicht anders. Ich habe mein Fahrrad beiseite gestellt, mir an die Straße gestellt, getrennt. Und von Ostfriesland letztendlich bis nach Spanien. So bin ich in Biarritz einmal hängen geblieben, habe das Surfen gelernt. Und ganz Europa so bereist. Und jedes Mal, wenn ich zurückkam, dann waren die Eltern enttäuscht, dass ich mich nicht an die Abmachung gehalten habe. Ich konnte nicht anders. Ja. Es war ein Pfarrhaus. Ich bin, darf ich sagen, streng erzogen worden mit Erziehung zur Musik, Disziplin für den Sport. Da war mein Vater sehr dahinterher. Ich habe auch sehr viel Sport gemacht, auch erfolgreich. Sind Sie gläubig? Ja. Ich würde sagen, ohne jeden Zweifel. Zweifel habe ich auch gehabt, aber ich habe mich immer wieder zurückgelegt, immer wieder hin zum Glauben. Ich habe viele Begegnungen mit Ärzten gehabt. Und Entschuldige, Wassernot. Dass gläubige Ärzte weniger der Technik folgen als andere. Ist das Ihr Eindruck auch? Ja. Ein Kapitel in dem Buch ist mir sehr, sehr wichtig und das ist mein Eindruck über die heutige Medizin, über die heutige junge Medizin, dass nämlich die jungen Ärzte heute viel zu sehr technikgläubig sind und die Kernspintuntersuchung für das Höchste halten überhaupt. Wohingegen ich sage, es gibt so viel falsch positive, falsch negative Ergebnisse. Ich glaube an das, was ich fühle und das stimmt oft nicht überein. Und Sie sehen ja dann am Erfolg, an dem Verlauf einer Verletzung zum Beispiel, wer recht hat. Und da konnte ich in vielen Fällen zeigen, wenn wir der Kernspin gefolgt wären, der Kernspin-Untersuchung, dann hätte ein Sportler noch wochenlang warten müssen, bis er wieder spielt. Und über den Tastbefund konnte ich sagen, also die Verletzung ist nicht so schlimm, das ist mehr ein Lymphstau oder es ist ein Bluterguss, aber die eigentliche Verletzung ist nicht so schlimm, das wird 14 Tage dauern, in 14 Tagen bist du wieder bei der Mannschaft. Es ist ja immer gut, mal jemanden zu haben, dem man was fragen kann. Wir kennen es ja alle, wenn man mal auf einer Party ist und ein Zahnarzt ist im Raum, kommt jeder und sagt, hier, ist jemand in der Runde, der vielleicht... Ja.
Frage hat. Alphonse? Alphonse? Ja, hallo? Na, bei mir, das ist der Schulter und ich habe immer beim Arzt, ich war oft, auch 3 Stunden warten und das war immer das Gleiche. Die haben dann geguckt, also, das ist gar nicht so schlimm, in 2 Wochen ist es weg. Und es ist nicht weg. Und da ich dachte, der beste Doktor der Welt ist heute da, habe ich mein Röntgenbild an mir. Ob du mir sagen könntest, ob ich im Arsch bin oder ob ich... Ja, ja, aber vielleicht, also... Also, ich weiß nicht, was die Fachleute Ihnen dazu gesagt haben. Ich sehe die Schulter gar nicht mal so schlecht. Und wenn die Schulter therapieresistent ist, wie das aussieht, dann steckt noch was anderes dahinter. Und ich sage Ihnen, Sie werden wahrscheinlich an der unteren Halswirbelsäule ein Problem haben. Ui. Ui. Warte, ich hatte ein Problem, jetzt habe ich 2. Tja. Damit einhergehen ja Verspannungen auch im Schultergürtel. Die vermute ich auch bei Ihnen und dann sind wir schon fast an der Wirbelsäule. Da helfen übrigens Schläge in den Nacken. Und jetzt müssten Sie mir sagen, ob Sie das schon mal so auch wahrnehmen, dass der Schultergürtel auch beteiligt ist. Der ist richtig gut, weil das ist, also, wirklich, also ja, klar, natürlich, das ist so. Ja, und Sie kommen aus dem Schlamassel nicht raus, wenn die Halswirbelsäule nicht mitbehandelt wird. Dann können Sie hier an der Schulter machen, was Sie wollen. Ja. Das wird nicht, weil das überlagert ist oder ursächlich verursacht wird von der Halswirbelsäule. Das haben Sie in 7 Sekunden mit dem also Ding. Wir sehen ja... Herr Dr. Müller-Wohlfahrt, dass Sie immer im Dienst sind, selbst wenn Sie bei uns Gast in der Talkshow sind. Deswegen darf ich Sie abschließend fragen, Sie sind 44 Jahre mit Ihrer Frau Karin verheiratet. Wie oft haben Sie aus dem Mund Ihrer geliebten Ehefrau gehört, mach doch mal weniger. Wir können es uns doch, das Haus ist doch abbezahlt. Ja. Gab es so, dass Ihre Frau mal sagt? Das war im Anfang der Fall. Wir hatten eigentlich ausgemacht, dass ich 3 Jahre bei Bayern bleibe und dass wir dann einen Status machen und sagen, was wollen wir, was haben wir, soll ich das weitermachen oder kann ich das weitermachen oder es macht keinen Spaß mehr, je nachdem. Da wollten wir neu entscheiden. Ich habe das rausgedrängt, also lass mich noch mal ein Jahr machen, dann habe ich mehr Klarheit, dann weiß ich besser, was ich will. Und nach dem Jahr hat sie nie mehr gefragt, weil sie merkte, der braucht das, der geht darin auf und sie lässt mich gewähren, aus Klugheit, würde ich sagen. Die ist klug genug, mich so werkeln zu lassen. Also Ihre Frau ist es zu ver... Ihrer Frau ist es zu verdanken, dass Sie heute Abend bei uns sind. Sie waren uns, sind uns eine Ehre und eine Freude. Ich habe es am Anfang gesagt und sage es am Ende umso lieber. Vielen Dank. Wir sind eins. Der Doc ist eins mit sich, mit seinem Gewissen, mit seiner Intuition, mit seiner Wissenschaft. Das ist seine Wissenschaft, die Handwissenschaft, all in. Und er könnte eigentlich noch Hauptsponsor haben von Adidas, denn da gibt es auch all in. Er braucht nicht die Maschine, er braucht nicht das oder das oder das. Er hat eben die Filigranität, was ein Arzt braucht. Und ich hoffe, dass viele Ärzte... Auch Andreas K., die K-Frage, ja, die K-Frage, es schafft, so ein Doc zu werden. Bis bald. Ich zähle auf Sie. Vogelperspektiven des Ärztelebens. Es lohnt sich. Überblick als Überflieger zu haben und zu werden. tvgalacom@gmail.com. Danke.